Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antrieb ist in unser Thema und wir beschäftigen Sie eigentlich gerade mit elektromagnetischer Verträglichkeit. Wir haben verschiedene Kopplungsarten kennengelernt. Heute besprechen wir noch eine Kopplungsart, die auch oft vorkommt, die Strahlungskopplung. Ja? Manchmal sind wir froh, dass es Strahlungskopplung gibt, zum Beispiel wenn wir funken wollen. Ja, da sind wir recht froh, dass uns das Signal, was von irgendwo weggesendet wird, dass wir das entfernen können, dass wir gekoppelt sind mit dem Signal, mit unserer Antenne und wir hören den Radio oder das Fernsehprogramm oder was auch immer. Andere Male stört uns das. Ja? Was ist jetzt eine Strahlung? Nun, es gibt unter bestimmten Voraussetzungen, ja, wenn Sie das elektrische Feld und das magnetische Feld in einem gewissen Maße ändern und irgendwie zueinander stehen, ja, dann auf einmal kann es sich ausbreiten, linear ausbreiten. Ja? Also unter gewissen Voraussetzungen kann sich ein E- und ein B-Feld selbstständig machen. Okay? Schreiben wir das einmal auf. Unter gewissen Voraussetzungen kann sich ein Voraussetzung sein, dass sie sich zeitlich ändern und entsprechend zueinander stehen. Ja. Ein E-Feld und ein B-Feld, also ein elektrisches und ein magnetisches Feld, gemeinsam, und jetzt schreibe ich ganz salopp, selbstständig machen. Kann sich das so vorstellen, das E-Feld erzeugt praktisch das B-Feld und das B-Feld erzeugt praktisch das E-Feld und die befeuern sich da gegenseitig und plötzlich hat sich ein ausbreitungsfähiges Gebilde gebildet. Ja? Das Ding heißt elektromagnetische Welle. Okay? Das ist die elektromagnetische Welle. Und jetzt brauchen wir nichts mehr. Ja? Selbst ausbreitungsfähig. Sogar im Vakuum. Ja? Aber wir brauchen kein Medium, wir brauchen gar nichts mehr. Ja? Das E und das B-Feld sind sich selbst genug und die zischen dahin. Und die zischen wirklich nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Ja? Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit. So, jetzt habe ich so eine elektromagnetische Welle mit einer gewissen Frequenz, weil, wie gesagt, eine der Voraussetzungen ist, dass sich die Felder ändern und die ändern sich halt mit einer gewissen Frequenz und die pfeifen da dahin, irgendwo durch. Ja, Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit und ja, wenn ich jetzt ein Stück Leiter habe, dann jedes Stück Leiter kann diese elektromagnetische Welle beeinflussen, weil das ist ein E-Feld, das ist ein B-Feld, wenn das da drauf trifft, das regt diesen Leiter an. Und wann geht das besonders gut? Wenn nämlich die Wellenlänge der einfallenden elektromagnetischen Welle gut zusammenpasst mit der Länge des Leiters. Okay? Über die Lichtgeschwindigkeit lassen sich Wellenlänge, Lambda, ja, und Frequenz lassen sich umrechnen. Über die Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und wenn jetzt ein Stück Leiter
mit zum Beispiel Lambda Viertel oder Lambda Halbe. Ja, und wenn das Viertel oder halb so groß ist, ja, empfängt die Welle besonders gut. Das ist auch der Grund, warum Antennen so ausschauen, wie Antennen eben ausschauen, dass man diesen Frequenzbereich, wo halt Radio oder Fernsehen und so weiter übertragen wird, gut empfangen, dann haben die Lambda Viertel oder Lambda Halbe und so weiter und dann funktioniert das. Und wenn es dann zu lang wird, die Antenne, also eine lange Antenne ist nicht immer gut. Okay? Und so funktioniert das. Also eine Welle, ein E- und ein B-Feld gemeinsam mit einer richtigen Frequenz, die halt transversale elektromagnetische Wellen sind so orthogonal zueinander, diese zwei Felder, und die schwingen halt so dahin und da jetzt zu. Ja. Und dann breitet es sich aus mit Lichtgeschwindigkeit und irgendwo über Stickleiter und das empfängt es. Ja. Also so eine Antenne habe ich da. Lambda Viertel oder Lambda Halbe Antennen. Und ist schon so, und das Lambda Viertel und Lambda Halbe strahlt übrigens auch gut ab. Eine Abstrahlantenne, Lambda Viertelstrahler, Lambda Halbe Strahler gibt es jedenfalls. Ja. Ja. Jetzt, welche Frequenzen haben wir da? Wie lang muss denn so ein Stück Leiter sein? Naja, also elektromagnetische Wellen gibt es einen Frequenzbereich, also von bis. Von bis. Ja, also elektromagnetische Wellen, der Frequenzbereich oder der Wellenlänge, also wenn ich sage, okay, ich habe da die Wellenlänge Lambda. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das gut hinbringe. Also wenn wir da ein Femtometer haben, ja, dann haben wir irgendwo ein Pikometer, dann haben wir irgendwo ein Nanometer, ja, dann haben wir irgendwo ein Mikrometer, ja, dann haben wir irgendwo ein Millimeter, dann haben wir irgendwo ein Meter, dann haben wir irgendwo Kilometer, dann haben wir irgendwo Megameter und da ist aus, da oben. Gibt es eigentlich nichts mehr technisch Brauchbares. Was haben wir, also das ist das Lambda, was haben wir da für Frequenzen? Da haben wir irgendwo 10 hoch 23, ja, da haben wir irgendwo 10 hoch 20, da haben wir irgendwo dazwischen, da haben wir 10 hoch 17 die Frequenz, da haben wir da bei 10 hoch 14 da irgendwo, da bei den Meter sind wir bei 10 hoch 8, ja, da sind wir da bei den Kilometer sind wir bei 10 hoch 5 in etwa und da haben wir 10 hoch 2, so haben wir das. In etwa, ja, da sind wir irgendwo bei 10 hoch 11, ja, da. Das sind die Frequenzen ungefähr jetzt, nur jetzt nicht genau zugeordnet. Da haben wir übrigens ein Angström, ja. Also, das ist so, wie weit Atome auseinander sind. Angström. Ja. In diesem Bereich kann Strahlung sein, ja. Da bei einem Mikrometer in etwa, ja, da. Diese Strahlung nennen wir Licht. Das sehen wir. Da ist unser Auge empfindlich dazu. Ja, da, also wir haben bei kleiner 400 minus haben wir Ultraviolett. Ja, bei 450 in etwa, Nanometer, haben wir lila, violett. Jetzt lasse ich mich nicht ein. Bei 470 Nanometer sind wir blau in etwa. Bei 550 sind wir grün, 590 orange, 640 sind wir irgendwie rot und drüber bei 700 plus kommen wir nachher in Infrarot. Und das ist so das Lichtspektrum, wenn wir das da aufblasen. Das ist das, was wir sehen. Darunter haben wir halt Ultraviolett, dann haben wir da irgendwo Röntgenstrahlung, ja. Da ist Gammastrahlung da. Da ist Höhenstrahlung. Da haben wir, wie gesagt, Infrarot. Da drüben, da irgendwo, dann da haben wir Mikrowellen, da im Millimeterbereich. Da ist der Radar, der Herd,
Das ist da im Meterbereich, da fahren wir immer mit UHF und VHF und UKW haben wir da erinnern. Also das ist Rundfunk. Da funkt man durch die Gegend. Ja. Da bei den Kilometerwellen haben wir dann schon die Langwelle. Da haben wir die Kurzwelle und Mittelwelle und Kurzwelle. Das ist da in dem Bereich. Ja. Und da hinten haben wir die irgendwelche Wechselströme. Ja. Also da zum Beispiel, weiß nicht, 4 Meter empfangen wir gut Rundfunk. Ja. Deswegen schauen eben Radioantennen so aus, wie sie ausschauen. Ja. Sind sie so lang, wie sie lang sind. Das ist so der Bereich der Strahlung. Ja. Sehen wir, das ist eine logarithmische Skalierung, bitte. Ja. Und wie gesagt, die Strahlungskopplung erfolgt eben mit einem Stickelleiter, der als Antenne wirkt. Fertig. Ja. Gut, das war jetzt die letzte Kopplungsart, die wir durchmachen. Ja. Das nächste Mal sprechen wir schon drüber, was machen wir jetzt dagegen? Ja. Was machen wir, wenn wir Systeme entkoppeln wollen? Was machen wir für Entkopplungsmaßnahmen oder Maßnahmen, dass eben irgendwas nicht abstrahlt, irgendwas die beeinflusst? Was machen wir für EMV-Gegenmaßnahmen? Thema des nächsten Videos. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.